Eisbären habe ich. Okay. Schaut aus wie Keks irgendwie. Kekse? Kekse, jetzt ein Butterkeks. Leibniz-Butterkeks. Nur mit echten, wie viel Zähnen? 32, oder? 52, jetzt, oder? Achso, Zahn. Irgendwas mit 2, glaube ich. Ich weiß, was ich hier... Mit 2 Zähnen. Stell dir mal vor, ist doch richtig scheiße, wenn du 2 Zähne hast. Am besten noch einen oben, einen unten. Und dann aber schief. Und willst einen Keks essen. Das also ist nicht so scheiße. Und dann nicht so. Ach so, stimmt, aber genau. So schief, was hat sich denn? Schießer, machen wir einen Keks? Oh, das ist mega beim Weißen. Bietst du einen Keks an? Wollen sie einen Keks haben, oder? Hammer. Oh, wenn er mit Erfahrung hat, mit 2 Zähnen und so, kann er mal schreien. So ein Obdachlos auf der Straße, was soll ein Keks? Wollen sie einen Keks haben? Oh, das ist bestimmt weh. Der isst keine Kekse, das ist auch voll gemein. Der kann auch Zucker essen. Ja, Brei oder sowas. Ich weiß gar nicht, was macht denn sowas? Was macht denn? Also kein Gebiss? Er hat kein Gebiss, er ist obdachlos, er hat nur diese 2 Zähne. Was macht man denn da? Was ich würde mir arbeitslos melden und sagen, dass er Gebiss haben will. Ja. Was ist ja kein Leben. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Mit obdachlosen Verhältnissen, was man da machen kann so und was nicht. Oder vielleicht kann er eine Spende. Ist aber auch egal, jetzt sind wir. Wir haben ja Zähne. Erstens das und wir stellen uns jetzt hier dem. Weißt du, wer noch Zähne hat? Schöner Übergang. Weißt du, wer noch Zähne hat? Ja. Der Queen, Metroid Queen hat ganz viele Zähne. So, voller Energie, jetzt läuft das. Gleich mal gesagt, was die Sache ist. Bam. Ich glaube, das schaffen wir jetzt. Da habe ich ja voller Energie auch. Ja. Diese Dinger kann mich fast nicht ausweichen hier. Weiß nicht, wie ich den. Ah, scheiße, ausweichen soll. Ja, packt sie dich so und er beißt sie mit ihrem Gebiss noch. Vor. Also, die Dinger treffen mich auf jeden Fall immer. Jetzt kommt sie da wieder. Ich muss schon dann vorgehen, Christian. Scheiße, was? Kommt einmal vor mit Aufregung, kommt sie immer und macht das Maul auf. Ja, warte, diese Dinger machen mich ab fertig immer. Ja. Die treffen mich immer. Das ist klar, hier ausweichen. Das ist ja easy. Okay, so jetzt auch nicht, aber. Ja, das ist easy, sollte es machbar sein. Ah, mit allen Energiecontainern sollte es echt machbar sein. Scheiße. Jetzt halt. Oh, fuck, aber die Teile, die gehen halt gar nicht. Ah, scheiße. Ich meine, was ist denn. Das bringt ja eigentlich irgendwas? Nee, ne? Da bringt gar nichts. Wir haben so gleich kleine Grafikfehler. Nee, bin nicht mehr gegen die Dinger, aber es bringt es was. Hier sind nur Raketen angesagt anscheinend. Ja. Ich brauche bestimmt fast alle 220 Raketen, um den Platz zu machen, die Queen. Ich habe ich eher nicht sie. Queen, stirb! Meine Königin, sterben Sie bitte! Sieht aus, diese komischen Punkte, wo die anderen. Scheiße, ich kann nicht. Ich muss vielleicht. Oder muss ich einfach vorlaufen, so. So. Kannst du von unten schießen, vielleicht? Nee, kann man auch nicht. Aber die Teile! Schau, siehst du! Noch ein! Ja, hab ihn! Ja! Oh nein! Nein! Oh! Scheiße! Oh, Chris, du stirbst gleich. Ja! Na, danke! Dann kommen wir alle Metroids wieder besiegen. Oh, fuck! Stimmt! Du hast das Recht, jetzt noch speichern. Sollen wir mal speichern gehen? Ja, geh ich gehe nicht speichern! Geil, ich habe nur die Flucht gesucht, ey, geil! Ja, tut mir leid, ey, aber das nice! Das ist echt voll nur. Das ist echt. Was? Dass man da abhauen kann eigentlich. Weißt du, ich kann sagen, oh, Alter, ich stirb hier, hau ab. Kein Bock auf die Metroid hier. Ja, ich weiß nicht, ist vielleicht doch ganz... Für Anfänger ist es nice. Ja, kannst du auffüllen und dann... Kann das kann ich mir auffüllen, dann haben wir den Metroids wenigstens nicht. Dann ist Metroids nicht nochmal... Ja, das ist das wäre jetzt geil, dass du nochmal gesagt hast. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Das ist nämlich echt nervig gewesen, wenn wir die Metroids nochmal hätten. Dann können wir nochmal schön auffüllen. Speichere ich schnell noch, versuche es gleich nochmal. Aber schau, so kann ich auch voll drücken. Das ist kein gemeiner Trick, das ist offiziell davon. Das ist auch kein gemeiner Trick, dass ich die ganze Zeit spiele, weißt du? Weil ich sterbe ja nicht offiziell. Achso, das ist fies. Von daher bist du nicht dran. Hätte ich kommen dürfen, scheiße, aber ich bin ja nicht so. Oh, krass. Ich bin vorher am Schwitzen, ey. Bisschen. Das heißt, gehen wir erstmal hier Futter fallen lassen und dann. Mir riecht nix. Dass wir hier. Schwitzen heißt ja auch nicht gleich stinken. dass wir hier einen Speicherpunkt erstellen. Erstellen? Gell? Okay. So. Was ist stellen wir? Ersteuern? So. Das ist ja oben auch noch ein Quickstay, so. Dann kannst du immer was drücken. Also, es ist ja anstrengend. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was du. Also, ja. ich muss immer vor die Fresse laufen, also unter den Kopf. Und muss dann halt da ein bisschen. Hast du gesehen, als du unten nachher hat sie geschrien, war kurz still. Ja, es war irgendwie, glaube ich, so ein Phasenwechsel einfach, weißt du? Ach so. Ich glaube, dass es so ein markanter Punkt ist zum Phasenwechseln. Ist anstrengend, hey. Was soll ich sagen? Genau, diese Teile, den muss ich halt irgendwie ausweichen lernen. Aber den kann ich kann den nur mit den Screw-Attack ein bisschen entgegenkommen, ja. Glaube ich. Apropos, wenn Christian sagt, er fängt an zu schwitzen, vielleicht ist euch ja an uns beiden was aufgefallen. Achso, stimmt. Es ist immer noch die gleiche Session wie von vorhin, aber irgendwie haben wir uns ein bisschen verändert vielleicht. Ja, wenn es auffällt, kann ich schreiben. Ihm ist aufgefallen, jetzt kannst du die Kommentare schreiben. Wir werden es nicht auflösen. Das ist voll lustig. Wer aufmerksam dabei ist und so, und dann wird schon wissen, was er meint. Oh, da muss ich dann in den Morphball zurück. Mein Gott, das Ziel vor Augen, weißt du, da will ich hin. Ja, ich eigentlich könnte Samus da aufspringen. Weil eigentlich ist es ja schwachsinnig, aber.
Egal. Eigentlich ist es Schwachsinn. Gummibär. Was? Gummibär? Ich dachte, war ein Hübscher so. Lass mal die Gummibären aus dem Spiel. Wir sind ja bei Metroid. Ja. Ja. Du sagst immer Themen. Also wie Gummibärle jetzt. Super Thema. Ja, wenn Samus so rumhüpft. Michi ist harter Gummibären-Fan. So, wie die Sendung und die hätte ich so süß. Mein Nassen ist Jückling. Was? Dein Nassenflügel? Tut mir leid. Das nächste ist am Jucken, ich bin nervös ein bisschen. Echt? Soll ich spielen? Nein. Soll immer zeigen, wie jemand die Queen tötet? Ja, eigentlich, ne? Eigentlich müsstest du am besten wissen, wie man eine Königin tötet. Wieso? Weil es eine Königin ist. Ja. Und ich müsste am besten wissen, wie man den König tötet. Das würde ich nicht sagen. Aber bist du sicher, dass Metroid für dich Metroid weiblich? Nee, aber die Queen heißt ist Queen, natürlich, Queen heißt weiblich, ja, stimmt. Okay, vielleicht kann der Mann auch Eier kriegen, vielleicht kann er genauso das machen. Nee, aber das Ding ist ja von Alien inspiriert, diese ganze Metroid-Geschichte so ein bisschen, stimmt. Ne? Und da beim Alien, sind es da, glaube ich, auch immer Weibchen? Nee. Nee, nur die Queen ist weiblich. Die Queen ist weiblich. Weil damals hat ja schon Ripley gesagt, das ist eine weibliche, eine Queen. Ne? Genau, das ist ein Weibchen. Was ist es auch? Also es sagt es, aber impliziert ist, dass die ganzen anderen Aliens oder Xenomorphs, die man so sieht, dann immer männlich sind quasi. Ja. Das fragt sich jetzt nur. Wer befruchtet die Queen? Eins von den Männchen halt, oder was? Da kriegt ihr auch einfach selber Kinder. Und werden alle mit. Wir haben so jetzt gemacht, schau natürlich. Michi, so wird's gemacht, hab's gesehen. Das fragt sich, ist es jetzt eine besondere Metroid-Form oder wird jeder Metroid eine Queen werden? So eine Queen, Mann, ja, das ist die Frage, genau. Das weiß man hier zum Beispiel nicht. Schau, easy, so wird's gemacht. Ja, ja, okay. So wird's doch nicht ganz, aber. Ich kann das alles haben, schau, ich kann. Mhm. Also ich muss es. Der Dings bringt's voll, der. Okay. Alles klar, ich kann die Mechanik. Ich muss mich hier ducken noch. Ich weiß die Mechanik. Du bist ja noch zurückgekommen. Ach, ich kann gar nicht. Achso, ich gehe auch nochmal nach oben. Scheiße, okay, das ist blöd. So was in der Art. Aber du fährst schon ziemlich viele Treffer abfangen, ne? Scheiße. Das ist schwierig. Ja. Auf geht's, Grüße, du schaffst es. Alter, beim zweiten Mal trifft's mich doch, Mann. Ja. Oh, scheiße. Scheiße. Ah, fuck, ich krieg's und nicht hin. Und der vordere Kopf ist schwach, war. Okay. Oh Gott, ich pack's trotzdem nicht. Jetzt mach's schneller, es geht schneller jetzt einfach. Oh Gott! Michi, ich pack's nicht. Oh Gott! Oh, Alter! Alter, die hat gebackt! Scheiße! Nein, lass mich raus! Es geht zu schnell! Ich pack's nicht! Oh fuck it! Nein! Alter, wie die nach dir beißt! Alter, scheiße, nein! Nein, ich sterbe! Da kriegst du den drauf. Ja, ich hab's jetzt extra, ich bin jetzt nicht abgehauen, weil. Damit die mich auch mal kann. So, wenn sie den Druck spürt, ja, weißt du? Das ist nämlich echt schwierig. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist eine lange Phase jetzt hier, merke ich gerade. Das ist schon ein bisschen schwierig jetzt. Das sieht geil aus, finde ich. Was noch bei Grandia habe ich da auch mal gemacht? So. Oh ja. Das schaut echt nice aus. So. Ich höre zwar nichts mehr vom Spiel, aber es ist auch, nur, ist auch völlig in Ordnung, weil ich jetzt ein bisschen gestresst bin. Oh. Es ist echt so. Es ist ein bisschen, weißt du, wie bei Endgegner ist, was ich hier wedeln will. So ein Jurassic Park Mauspad. Ein bisschen Wind zu fächern. Ich kein Metroid Mauspad. Was? Ah, schon kein Metroid. Nee, ich hab da nur. Wir könnten auch Safe Set machen, dann müssen wir nicht so weit laufen. Nein, wir nutzen jetzt dieses Safe Set nicht. Wie gesagt, wir wollen es ja auf ehrliche Weise irgendwie so gut wie möglich fertig bekommen. So gut es geht, und dann wollen wir Safe Set jetzt nicht im Endkampf hier benutzen. Wir haben ja schon eh schon die Chance, dass wir mal abhauen können, weißt du? Das ist ja, ja noch. Warum ist es ja noch einfacher? Das ist schon ein bisschen. Noobig, bunig. Kackbunig. So. Puh, ich wünsche viel Spaß, ne? Danke. Macht es Spaß, gegen die zu kämpfen. Absolut. Ich immer schon zweimal gegen die, weil die echt schneller wird am Ende. Das ist voll gemein. Das ist echt, dann wird es nochmal einen Tacken schwieriger. Müssen wir nochmal 10. Wir brauchen nochmal 5 Container, oder? Ja, diese Mechanik einfach, weißt du, diese grundsätzliche. Unter sich stellen und nach oben schießen, das ist schon ganz gut eigentlich, aber wenn du dich am Band zweimal erwischt. Du musstest jetzt von oben schießen, nicht so. Ja, das ist halt nervig, weil du mal springen musst und dann treffen zwei Treffer nicht oder so zwei Raketen und so Zeug. Das Geduld ist ja gerade angesagt, kann es sein. Ja, und Koordination einfach halt, weil wenn du einen Timing verpasst, dann wirst du gleich getroffen von der. Geduld ist ein Grundsatz. Geduld bei dem ganzen Metroid-Spiel braucht man, glaube ich, schon Geduld allein, um den Weg zu finden, hast du ja gemerkt. Mhm. Und alles sich zu merken, alles zu finden so. Ich fand das jetzt nicht so schwer, das Spiel, da war ich schon Weg drin. Nee, so. Ja gut, wir haben ja ohne Karten benutzt. Nee, wir haben auch. Was ja auch schon mal illegal ist. Wir haben ist. Aber halt. Nix. Jetzt schon halt. Haben wir auch nicht nach Karte geguckt. Wir haben die nächsten Sektoren alle selber gefunden. Ne? Ja, trotzdem. Wir haben ja auf die Karte geschaut. Und damit ja, das haben wir. Und somit haben wir grundsätzlich schon mal uns das Leben erleichtert. Das stimmt. Halt? Das ist kein Hardcore-Let's Play. Kein Hardcore-Let's Play und von daher
auch nicht so zu anzukündigen oder so zu darzustellen, weißt du, im Text dann später, im Titel. Oh. So. Ist ja wurscht. Jetzt geht's los, Michi, freust du dich? Ja. Willst du meine Kopfhörer haben? Nee. Doch, damit du die vollen Genuss genießen kannst. Aber du magst das rausziehen, das wäre sonst unangenehm. Dann nehme ich das. Okay, aber es geht bloß das linke bloß nur. Was? Es geht bloß das linke. Ja, bei mir. Also bei den Kopfhörern. Mhm. So ein lame Kopfhörer irgendwie. Steht gar nicht links oder rechts geil drauf. Geil schon mal, nein. Ist schon nirgendwo links oder rechts drauf. Zumindest rechts. Weil da nichts ist. So, Michi, gib alles. Aua. Du kannst auch abhauen dann, ne? Ja. Aua, ich hab grad Probleme mit dir. Ja, das ist, sag ich dir. Frag mich mal. Du musst ein Space, den Dings machen, weißt du? Jetzt, Drehung! Du musst das jetzt drehen. Ja, ich bin ja gerade verwirrt ein bisschen. Geh runter, ich glaube, ich muss sonst runtergehen. Okay. Ich war schon ein bisschen nervös, wenn man aus das war der erste Versuch. Ja, das ist ja Mai. Besser als ein Safe-Set machen wir jetzt nicht. Nein, das geht jetzt nicht. Ja. Das ist halt die Sache, man muss es halt jetzt so machen. Ich will ungern hier irgendwie so viel cutten. Wir haben eh schon so ein bisschen gecuttet. Dann müssen wir dem außenrum. Das hätten wir machen können, dass man. Nee, wenn man jetzt aber auch direkt hoch könnte, da, dann wäre es auch doof. Oh. Das probieren, aber nochmal hoch. Nein, oder? Nein, haben wir noch probiert vorhin. Das wäre voll lame, wäre voll gecheatet. Das geht klar nicht. Aber du siehst, es ist schwierig, die Kontrollen und sowas, ne? Wie man das. Du musst echt immer diesen Screw-Attack machen, damit du diese Dinger abfängst. Das ist komisch. Was schießt die eigentlich da ab? Was nennt man das? Was soll denn das sein? Weiß ich auch nicht, was sind so Art irgendwie Säure noch, ne? Oder. Ne, die Knöllen halt da, die Knöllchen da. Ja, da ist ja Säure oder irgendwie. Feuer. Haben wir das in Metroid oder M hat man es nicht gesehen, ne? Da hat die immer so Elektrostrahlen gemacht, hat die immer Strahlen gemacht, dafür weiß ich noch. Okay. Die Queen, ihr erster Auftritt quasi. Mhm. Danach kam sie auch nicht oft vor. Die kommt gar nicht mehr vor. Ja, der ATM halt. Ja, also. Einmal wieder. Und, genau. Das ist halt so ein Ding, das kann man den Entwicklern selbst zuschreiben, dass sie es so entwickelt haben, das Method, dass sich das so entwickelt wird quasi. Aber da ist es auch von Alien abgeguckt ein bisschen, ne? Da gibt es halt auch noch einen Xenomorph und dann das, die Queen halt. Ja, das gibt halt auf den jeweiligen Planeten gibt es halt auch verschiedene Aliens. Also in den jeweiligen Filmen sind es immer verschiedene Aliens, weil die ja verschieden geboren werden oder verschiedene Sachen, Planeten um sich haben, weil der eine Alien wird aus dem Hund geboren, also hat es quasi so Hunde-Eigenschaften oder sieht ein bisschen aus, bewegt sich auf allen Vieren und so Zeug. Oder, wie gesagt, aus Menschen und Aliens werden halt menschlich, so ein bisschen. Und das ist eigentlich komisch, dass sie das vom Wirt abhängen. Das hängt vom Wirt ab. Je nachdem entwickelt sich der Xenomorph nach dem Wirt. Richtet sich das. Und das ist ja gut, kann man schon sagen, dass ein bisschen dann auf Metroids auch mitgemünzt ist quasi. Aber die Metroids haben unterschiedliche richtige Formen, ne? Ja, klar, das ist natürlich schon ein bisschen extrem halt gemacht dann eben, ja, stimmt schon. Und dass sie sich halt nur auf ihrem eigenen Planeten entwickeln können, so. Mhm. Das finde ich eine gute Idee, so ein bisschen Eigenkreativität mit eingebracht und nicht ganz dreist geklaut von Alien. Aber naja. So, die Queen. Hau ihr den Zacken aus der Krone raus, Michi. Die Musik. Dünn. Oh, scheiße. Nein, das tut schon mal weh, ne? Da tut jeder kleine Punkt weh, den man verliert, kurz vorm Gegner. Nicht so, oh, Vorsicht. Ach, scheiße. Der Übergang ist ja komisch, ne? Jetzt gleich reinhauen, in die Fratze rein. War es das, was ich denke, was es war? Das war natürlich voll aus Angst. Jawohl, du musst beim zweiten Mal, glaube ich, echt dann. Ja, genau. Ich will jetzt mal ruhig und schweigen ein bisschen, vielleicht hilft es mich. Vielleicht, ich weiß nicht. Und du musst ja immer deine Themen haben. Irgendwie, die muss er eigentlich einen guten Trick da finden, oder? Ja, wie gesagt, unterm Hals ist es am besten. Also. Aber das muss halt das daher? Genau, so, schieß. Beim zweiten Mal muss ich halt dann ducken, bevor es das zweite Mal zuschnappt. Das ist halt echt ein Geduldsding einfach. Da muss Routine reinkommen. So, das geht auch mal ab und zu. Na. Ah, scheiße. Weiß ich, das so schnell irgendwie. Schon ziemlich schnell. Ich würde sagen, je nach allen zwei Versuchen wechseln wir mich hier runter wieder, oder? Okay. Oder wenn du stirbst, oder? Ja, du hast nicht mal diese andere Phase erreicht. Stimmt. Ja! Sowas. Ach, scheiße. Tau ich ab. Okay. Das stimmt, ja. Darf ich wieder? Lass ruhig die Kopfhörer auf, es ist in Ordnung soweit. Okay. Du musst es nicht so geben, Michi. Entschuldigung. Es
haben wir hier ein Gewurstel, leider. So. Tja. Ja gut, wie gesagt, jeder zwei Versuche, dann wechseln wir mal wieder. Es wird nur langsam immer schwieriger, die, ne, Themen zu finden. Aber du bist, ich glaube, du hast besser mehr Erfahrung mit dir. Ja, ja. Aber ich habe es ja versucht, an dich weiterzugeben, die Erfahrung. Ja. Aber wenn man nicht auf mich hört, gell? Dann hätte man die anderen Metroids töten müssen, um Erfahrung mit der Queen zu bekommen. Nein. So, erstmal hier wieder auffüllen alles. Zuckt mich natürlich im Ohr. Scheiße, er zuckt mich im Ohr. Was soll ich machen? Schnell, komm!